13 Jahre ist Alhamdia alt, 11 Kilo wog sie, als sie in die Klinik kam. 2 Wochen ist das her, noch immer ist ihr Zustand kritisch. Wir haben kein Geld, um unsere Kinder zu versorgen. Wo auch immer wir um Hilfe bitten, werden wir abgewiesen. Uns bleibt nichts zum Leben. Jedes zweite Kind unter 5 Jahren ist unterernährt im Jemen. Bis zum Jahresende könnten es laut UN 2,3 Millionen sein. So viele wie nie zuvor. Hunderttausende sind gar vom Hungertod bedroht. Die Folge von fast 6 Jahren Krieg, wirtschaftlichem Niedergang, der Corona-Pandemie und rückläufigen Spenden. Es fehlen Nahrungsmittel, Medikamente, Ärzte. Jeden Tag steigt die Zahl der Menschen ohne Heimat, ohne Schutz, sagt das Flüchtlingshilfswerk. 80% der Bevölkerung kann ohne unsere Hilfe nicht überleben. Die Not ist riesig. Es fehlen Zelte, Lebensmittel, Schulen, Lehrer. Die Hälfte der Kliniken ist im Krieg zerstört worden. Ein Ende des Kriegs ist nicht in Sicht. Seit Sonntag läuft in der Nähe der Stadt Marib eine neue Offensive der Houthi-Rebellen gegen Regierungstruppen. Die wollen die Angriffe mit saudischer Luftunterstützung abgewehrt haben. Ein Krieg, unter dem vor allem die Schwächsten leiden.